Brush Lettering führt seit einigen Jahren durch die deutsche DIY-Szene und erfreut sich glücklicherweise einer stetigen und sogar wachsenden Beliebtheit. Jeder kennt es, jeder liebt es, jeder macht es, oder? Werfen wir doch mal heute einen genaueren Blick auf das Thema Brush Lettering und schauen wir uns an, was genau es ist. Brush Lettering ist ein Begriff für zwei Disziplinen. Klingt erstmal wenig einleuchtend, oder? Aber ich bin ja da und bringe nun Licht ins Dunkel. Was ist Brush Lettering? Brush Lettering ist das Zeichnen von Buchstaben mit einem Pinsel. Denkt man. Aber eigentlich ist Brush Lettering auch noch etwas anderes. Vermutlich verwendet die Mehrheit aller Letterer den Begriff Brush Lettering eher für das schöne Schreiben mit einem Pinselstift. Pinselstifte, oder auch Brushpen genannt, sind eine Art Filzstift mit einer überaus filigranen und flexiblen Pinselspitze. Diese Stiftspitze imitiert mit seiner Kegelform einen Pinsel. Damit ist es möglich, sehr unterschiedliche Striche mit einem einzigen Stift zu zeichnen. Und hier kommen wir zum Brush Lettering. Denn wir tun hier so, als würden wir mit einem Pinsel schreiben. Wer schon einmal wirklich mit einem Pinsel geschrieben hat, wird wissen, wie störrisch so ein Pinsel mit seinen hunderten Härchen sein kann. Der Brushpen löst dieses Problem dadurch, dass die Form in sich geschlossen bleibt. Die Spitze bleibt immer dieser Kegel. Das typische Bild von Brush Lettering sieht nun so aus, dass die Schrift sehr geschwungen und grafisch wird. Die Striche, die nach oben gehen, sind immer sehr dünn und fein. Die Striche nach unten hingegen werden mit der ganzen Breite der Pinselspitze gezogen. Gerade am Anfang braucht man hier ein bisschen Mut, um fest aufzudrücken. Aber beim Brush Lettering geht es auch gar nicht darum, lange Texte in sauberer und ordentlicher Kalligrafie darzustellen. Brush Lettering konzentriert sich darauf, einzelne Worte, Sprüche oder Begriffe durch die schwungvolle Schrift in Szene zu setzen und damit zu betonen. Gerade Tisch- und Grußkarten lassen sich damit besonders schön und leicht gestalten, da es jeden Betrachter freut, wenn sein eigener Name so schön gelettert wurde. Brush Lettering, welche Stifte? Für das Brush Lettering brauchst du Pinselstifte oder Brushpads. Ich habe in meinem großen Brushpen-Vergleich einige meiner Favoriten zusammengetragen und verglichen. Immer mehr Marken bringen Brushpens auf den Markt und einige davon sind gut und andere weniger. Wiederum einige sind sehr gut für bestimmte Oberflächen oder verschiedene Schriftgrößen geeignet. Falls du Anfänger bist, kann das natürlich erst einmal verwirrend für dich wirken. Für Anfänger empfehle ich ganz uneingeschränkt Brushpens mit einer mittleren Spitze. Das bedeutet, dass es nicht die ganz großen und super empfindlichen Brushpens sind und auch nicht die ganz kleinen. Die ganz kleinen Stifte sind zwar schon sehr robust und es schreibt sich wirklich leicht mit ihnen, aber um die Technik erst einmal richtig zu lernen, sollte man schon auch Stifte nutzen, die einem Feedback geben. Die ganz großen Stifte kann ich für Anfänger nicht empfehlen. Sie sind echte Dieben und verzeihen keine Fehler. Und Fehler macht man am Anfang generell gerne mal. Die Edding Brushpen sind meine klare Empfehlung für Beginner im Brush Lettering. Sie haben eine mittelgroße Spitze, die anfangs noch etwas steifer ist und langsam weicher wird. So kann man sich auch als Anfänger langsam daran gewöhnen, mit einem flexiblen Stift zu arbeiten. Dadurch, dass der Neigungswinkel des Stiftes steiler ist, ist die Spitze nicht so fragil wie bei anderen Pens. Damit lässt sich immer noch sehr schön üben und es ist bei weitem weniger frustrierend. Denn eine empfindliche Pinselspitze kann bei falscher Handhabung sehr schnell ausfransen und dann hat man keine Chance mehr, den Stift zu retten. Welches Papier für Brush Lettering? Da Brushpens so empfindlich sind, ist es sehr wichtig, ein gutes Papier zu benutzen. Bei normalem Papier aus dem Drucker würde dein Pinselstift sehr schnell kaputt gehen. In meinem Blogartikel über Handlettering Papier habe ich meine persönlichen Favoriten für dich zusammengestellt und etwas genauer beschrieben. Klick doch gerne mal rein. Papiere für Brush Lettering sind oberflächenbehandelt. Das bedeutet, dass sie extra glatt sind. Sie haben eine Art Leim auf der Oberfläche, der nach dem Auftrag getrocknet ist. Dadurch kann deine Pinselspitze ganz sanft über das Papier gleiten. So entsteht wenig Reibung und die empfindliche Spitze bleibt dir lange erhalten. Ich empfehle für das Brush Lettering das Rhodia Dotpad und den Handlettering-Blog von Hahnemühle. Sie sind hier beide verlinkt.
Das Rowdy Dot Pad ist genauso streichelzart, wie wir es brauchen. Zusätzlich hat es ein praktisches Raster aus Punkten. Diese sieht man später kaum. Sie helfen uns, gerade zu schreiben und uns zu orientieren. Auf Fotos für Instagram und Co. sieht man die Punkte dann später fast gar nicht mehr. Das Hahnemühle Handlettering Papier ist auch sehr glatt und rein weiß. Es ist speziell für die Verwendung mit Pinselstiften konzipiert worden und ist schön fest. Dieses Papier eignet sich auch gut für Karten und andere schöne Anlässe. Brush Lettering Vorlagen. Wenn du Brush Lettering lernen möchtest, gibt es viele Wege, dein Ziel zu erreichen. Du kannst dir fertige Letterings anderer Künstler anschauen oder du suchst dir Vorlagen. Durch Brush Lettering Übungsblätter kannst du super schnell und ohne Frust üben und deine ersten Ergebnisse in 0,nix erreichen. Sie funktionieren so, dass du deinen Pinselstift nimmst und dann die Vorlage nachzeichnest. So bekommst du ganz schnell ein Gefühl für Proportionen und Formen. Mit meiner Script and Paint Challenge habe ich dir Vorlagen für eine Woche zusammengestellt. Die Vorlagen werden immer anspruchsvoller und am Ende hast du ein paar wunderschöne Zitate mit dem Brushpen gelettert und tolle Ergebnisse. Meine Script and Paint Challenge ist völlig kostenlos und du bekommst täglich eine neue Vorlage zum Nachmalen. Du kannst sie dann einfach ausdrucken und loslegen. Natürlich habe ich sie dir auch wieder verlinkt. Du kannst natürlich auch gleich ein ganzes Brush Lettering Alphabet PDF zum Lernen nutzen. Diese PDFs sind auch super praktisch, um alle Buchstaben von Grund auf zu lernen. Das ist wie damals in der Schule. Erst lernst du Buchstaben für Buchstaben und dann beginnst du deine schönen Worte zu malen. Auch hier gibt es PDF-Vorlagen zum Ausdrucken. Mein Brush Lettering Übungsheft findest du wie immer auf meiner Webseite und ist hier verlinkt. Dieses Brush Lettering Guide PDF begleitet dich vom ersten Schritt bis zu deinen ersten Worten. Du bekommst die Möglichkeiten, zwei komplett unterschiedliche Schriften zu lernen. Im Brush Lettering Guide PDF habe ich eine aufrechte Pinseldruckschrift und eine Pinselschreibschrift für dich zusammengefasst. Dir wird also garantiert nicht zu schnell langweilig. Brush Lettering Inspiration. Viele Inspirationen zum Thema Lettering mit dem Brushpen findest du, wenn du auf Instagram den Hashtag Brushlettering eingibst. Auf Pinterest gibt es auch etliche tolle Bilder, die dir zeigen, was du alles Tolles anstellen kannst. Ideen gibt es überall und es werden immer mehr. Das Internet ist einfach eine tolle Sache dafür. Lass dich inspirieren, mach etwas nach, probiere Neues. So wird dein Repertoire an Ideen stetig wachsen. Kreativ sein hat so viele Facetten und ein Pinselstift kann dir deinen Alltag wirklich verschönern. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video ein bisschen helfen. Wenn es dir gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du eine gute Bewertung und vielleicht sogar einen Kommentar dalässt. Wenn du weitere Fragen zum Thema Brush Lettering hast, dann schreib mir doch gerne in die Kommentare. Ich werde gerne noch weitere Videos zum Thema drehen, wenn dafür Bedarf besteht. Wir sehen uns dann nächsten Sonntag um 11 Uhr wieder. Bis dann, ciao!